herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, wieder eine weitere Time-to-Be-Sendung mit der Christina anzukündigen. Heute ein Thema, wo ich auch ganz viele Anfragen und Mails immer bekomme. Aber ich glaube, das Gleiche kannst du sagen. Du kriegst immer die gleichen auch an dich geschickt. Heute geht es uns mal um das Thema Strahlen oder Schwingung oder Frequenzen, unterschiedliche. Was machen sie im Moment in aller Munde? Ist das Wort 5G. 5G bedeutet ein neuer sogenannter Mobilfunkstandard, der noch schneller, noch toller. Also wir können dann irgendwo auf der Welt am Nordpol oder in der Sahara können wir auch Videos gucken und so. Hört sich alles irgendwie witzig an, scheint aber doch gar nicht so witzig zu sein, Christina, oder? Mit diesen 5G-Frequenzen. Was passiert denn da mit uns? Also mit dir vielleicht nicht, du bist anders strukturiert wie wir, aber ich sag mal mit uns, mit den typischen 3D-Bewohnern dieser Erde. Wir sind noch dichter wie du, das wissen wir auch. Was ist für uns denn die Konsequenz, wenn sie dieses 5G da auf die Masten hängen? Also ich glaube, das gibt für uns alle Konsequenzen, weil wir alle noch einen dreidimensionalen Körper haben. Ah. Aber das ist, also ich meine, zum einen, da wird man ja gegrillt. Eigentlich, wenn wir es uns genau angucken. Und ist das nötig, um eigentlich mobil zu kommunizieren? Das können wir doch heute auch schon. Also ja, genau. Erstens können wir es heute auch schon. Und ich verstehe nicht wirklich, warum man das machen will, weil ich finde ja, im Zug hat man Empfang, Bahnhof, zu Hause reicht ja. Und mittlerweile schon in Flugzeugen gibt es ja teilweise stimmt, schon. Voll, ja. Genau. Kann man das irgendwie kaufen oder so? Mhm. Also eben, also ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Internet unterversorgt werden. Was jetzt daran so genial ist, dass man in die Sahara gehen könnte, um sich YouTube anzuschauen, weiß ich nicht, weil ich meine, wenn ich in den Wald gehe, dann nicht um YouTube-Videos anzuschauen. Und ich glaube, das macht auch kein normaler Mensch, weil die YouTube schauen. Und ich meine, klar, dann geht das Internet schneller und man ist vielleicht eine Sekunde schneller auf Facebook, aber also ich weiß wirklich nicht, was das den Leuten bringt, weil ich meine, die leben jetzt auch ohne uns überleben. Es stirbt ja niemand dran. Und das eine Problem ist halt, ich sage jetzt nicht nur die, aus meiner Sicht, die Sinnlosigkeit von dem Ganzen, weil ich finde, ja, bis jetzt kamen wir auch ohne aus. Mhm. Und beim anderen halt auch, dass es einfach, ich meine, komplett gesundheitsschädlich ist. Da drehen wir ja innerlich durch. Also es gibt ja da, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da schreiben mir Leute immer, man, das wird immer dann, wirst du in die Ecke der Verschwörungstheoretiker geschoben gleich, dann heißt es immer, es fehlen jede wissenschaftliche Beweise, aber was sie da formulieren, das heißt starke Beeinträchtigung unserer vegetativen Nervensystemen und Gefühlsebenen. Ist das möglich über so eine Mobilfunkfrequenz? Ja, da bin ich mir sicher, weil du kennst doch die heutigen iPhones, Smartphones, da diese Handys. Und was die eigentlich machen, ist, wenn wir jetzt da uns mit dem Ding da beschäftigen, dann fängt es an, eine Abhängigkeit zu entwickeln, dass es anfängt, unsere Schwingung zu manipulieren. Unseren Emotionalkörper, unsere Gedanken und so weiter, das, ich will nicht sagen, dass Technik schlecht ist, das ist was einfach zum Fortschritt erstens gehört und zweitens auch komplett in Ordnung ist. Die Frage ist, wie man es verwendet, oder? Und nur schon die Smartphones und so, die manipulieren uns und auch unsere Chakren, den ganzen Emotionalkörper, da werden uns Emotionen eingepflanzt und Gedanken, von denen wir dann glauben, ja, die gehören uns und wir werden darüber manipuliert. Und ich meine, dass wir darüber überwacht sind, dass ich denke, das ist heutzutage irgendwie logisch, dass normalerweise dass es einfach auch ein Überwachungsgerät ist. Und ich habe mir das immer mit dieser Überwachung einfach überlegt, weil ich dann gefunden habe, na gut, also man sagt immer ja,
man muss den Terrorismus bekämpfen. Und ja, und dann habe ich mir irgendwann vorgestellt, ja, aber wie geht denn das, wenn überall Gesichtserkennung und da ist noch eine Überwachungskamera und da fliegt noch die Drohne und da hast du das Satellitenbild und da wird jedes Telefongespräch aufgezeichnet und trotzdem steigt der Terrorismus und der sinkt nicht, obwohl die Überwachung immer mehr wird, ja. Und da bin ich einfach der Meinung, dass Terrorismus eine Ausrede ist, dass man die Bevölkerung einer totalen Überwachung unterziehen kann. Und ich finde das noch gut, weil du machst den Leuten Angst mit, ja, Terrorismus und zu Bomben jeder Zeit, an jedem Ort könnte jetzt eine Bombe in die Luft gehen. Und wenn Menschen in der Angst sind, dann sind sie manipulierbar und dann denken sie, ja, ja, wir müssen uns jetzt weiterhin überwachen lassen. Und ach, dieses 5G, also da denke ich auch, wenn nur schon Smartphones und so für Überwachung genutzt werden können, dann kann 5G gar nichts anderes sein. Und es wird wohl einfach das verstärken, was wir jetzt haben, dass wir noch besser manipulierbar sind. Weil ich meine, wenn wir 5G haben, dann kannst du in einen Laptop zum Beispiel schauen und dann kann der deine Gedanken mitlesen. Wobei das heutzutage auch schon zum Teil so ist, weil eine Kollegin von mir hat mir das mal erzählt. Sie hat mal gesagt, ja, weißt du, ich habe die Vermutung, dass technische Geräte unsere Gedanken lesen. Dann habe ich zuerst gesagt, ja, okay, abwegig ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so weit sind. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie mal mit ihrem Freund mal über was Bestimmtes gesprochen hat, aber nichts ins Internet eingegeben hat, nicht nur laut mit ihm geredet und das Handy lag daneben. Und dann ging es eine Weile und nach ein paar Stunden hatte sie dann Werbung von genau diesem Thema, wo sie das nie eingegeben hatte. Und dann hat sie mir gesagt, siehst du, das ist der Beweis, jedes Handy hört mit. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie sich über ein Thema Gedanken gemacht hat. Das war nur in ihrem Kopf. Sie hat das vorher nie gegoogelt, ihr kam das neu in den Sinn und sie hat sich einfach überlegt und hat mit niemandem darüber gesprochen, aber ihr Handy war in der Nähe. Ein paar Stunden später war genau über dieses Thema, bekam sie Werbung. Obwohl sie gesagt hat, sie versteht das nicht, sie hat das nicht eingegeben. Sie hat keine Mail darüber geschrieben, sie hat das nur für sich gedacht. Und ja, das Handy lag in der Nähe, aber genau das kam. Und dann hat sie das 2-3 Mal gemacht, über komplett verschiedene Themen und immer genau. Und wenn das Handy nicht da war? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Das wäre spannend, ja. Mhm. Wenn das im nächsten Raum liegt, genau, ja. Wie weit das geht. Wie weit geht. Die Reichweite ist, ja. Also wir haben jetzt über viele Thematiken gesprochen. Aber für mich das Erschreckendste. Unabhängig von der Reichweite ist einfach, dass wir heute schon so weit sind. Ob das jetzt auf 1 oder 2 Meter oder 5 läuft, weiß ich nicht. Aber wenn es um 5G geht, dann bin ich der Meinung, dass das Ganze noch verstärkt wird. Weil ich meine, ich finde es super, dass es das Internet gibt. Sonst könnte ich ja nicht meine Arbeit machen, sonst würde gar nichts laufen. Finde ich super, oder? Aber das Problem ist nur dann, wenn das Ganze missbraucht wird und man Terrorismus vorne hinhält, das Schild und sagt, und mit diesem Wort ist jetzt alles erlaubt und wir dürfen alles. Und dabei geht es nur darum, dass man möglichst viel über alle weiß. Kontrolle ausüben. Kontrolle, ja. Und ich denke, da ist das Problem, also nicht Technologie an sich, sondern die Leute, die ihre Fäden in der Technologie haben und da herumziehen. Dass ich denke, das ist der größte Punkt, wo das Problem liegt, oder? Und natürlich, unabhängig von jetzt Überwachung und Manipulation von Gedanken und Gefühlen, nur schon die Strahlung, die macht uns ja irgendwie physisch Probleme. Ja, physisch Probleme, ja. Das ist, wir sind ja gar nicht auf das eingestellt. Und wir haben
erste Ergebnisse, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen, also alles, was so mit einem vegetativen System zusammenhängt, ineinander sich eigentlich alleine bewegt. Die Dinge fangen an, plötzlich aus dem Lot zu geraten. Und dann hast du ein Wort jetzt ein paar Mal verwendet, was mir, wenn ich das abhören, ist mir eigentlich egal. Ich sage, wenn wir hier sitzen, weil ich kann daneben einer sitzen, hört jedes Wort mit, was wir reden. Natürlich gehen wir davon aus, die Kameras wären nicht da, wir würden uns privat unterhalten. Kann ich auch nicht verhindern. Und ich sage immer, wenn ein anderer mithört, dann gibt es so einen alten Spruch, da heißt, der Lauscher an der Wand hört immer seine eigene Schand. Also der dich heimlich abhört, der hört immer genau das, was er im Prinzip angestellt hat. Und das ist so eine Volksweisheit, ist für dich immer schwer zu verstehen, solche Dinge, ich weiß das, aber worauf will ich hinaus? Weißt du, das Manipulieren, das macht mir gewiss. Genau, und das ist das größte Problem, weil eben, ich meine, wir wissen heutzutage, dass alle Daten gesammelt werden und das ist halt so und da geht die Welt ja nicht unter, oder? Aber das finde ich auch das größte Problem ist, ich meine, nur schon von der Schule her werden wir erzogen, dass es eine Wahrheit gibt und der Lehrer hat sicher immer recht und in Frage stellen darf man nichts und das ist sicher so, weil das Schulbuch das stimmt. Und dann werden wir so erzogen, dass es nur das gibt und alles andere nicht. Und wenn man dann nachfragt, dann gibt's gleich Chaos. Also das heißt, wir werden darauf programmiert, dass man eben nicht nachfragt und gar nicht selbst denkt. Das bedeutet, wir haben kein eigenständiges Denkvermögen mehr oder zumindest viele. Und wenn jetzt die ganze Manipulation, die über diese Frequenzen läuft, wenn die so auch zunimmt mit diesem 5G, dann wird das ja noch viel verheerender. Einfach weil du Menschen, die ihre eigenen Gedanken nicht reflektieren und nicht von außen betrachten, die kannst du einfach nur manipulieren, weil ich sage jetzt mal, ein Mensch, der eine Distanz zu sich selbst hat, der hört, was er denkt. Und er fragt sich dann, denke ich das? Sind das meine Gedanken? Wo kommen die? Will ich das wirklich? Will ich das wirklich denken? Aber wenn Menschen und es gibt solche, die denken den ganzen Tag, das machen wir alle auch. Nur der Unterschied ist, die hören sich selber nicht zu. Ah, okay, da läuft wie so ein Automatikprozess. Genau, also die denken zwar und sie wissen schon, dass sie denken, aber sie fragen nicht, was denke ich jetzt gerade? Wo kommt dieser Gedanke? Denke ich das? Will ich das denken? Verstehst du, was ich meine? Und wenn ein Mensch sich selbst nicht hinterfragt, dann, und dann dieses 5G dazu kommt, dann läuft er immer weiter auf der Spur. Ja, genau, ja. Und er merkt es gar nicht. Genau, und ich bin einfach nur schon wegen der Strahlung, aber eben auch wegen der Manipulation der Meinung, dass 5G gar nicht kommen sollte. Weil ich finde, ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Internetlücke haben. Ich meine, auf der Sahara muss ich jetzt wirklich kein Internet haben. Nee. Und sonst hat jedes Hotel WLAN, also man muss es ja nicht übertreiben. Und das finde ich einfach, und wenn was kommt, oder wie jetzt 5G, oder auch eigentlich alles andere, einfach 5G als Beispiel, dann finde ich, dann ist es einfach wichtig, dass man den Leuten nicht nur einseitig erklärt, warum das jetzt toll ist, warum man das benötigt und so weiter, sondern dass man ihnen auch die negativen Konsequenzen zeigt. Weil gerade bei solchen Dingen, ich weiß gar nicht, wurde irgendwann mal über 5G abgestimmt? Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich eben auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt passiert ist oder nicht, aber könnte ich jetzt nicht sagen, aber nehmen wir an, es wäre so gewesen oder ist doch so gewesen, weiß jetzt nicht, dann finde ich es wichtig, dass man gerade bei einer Abstimmung
auch die negativen Konsequenzen aufzeigt, weil Menschen können nur richtig entscheiden, wenn sie überall die Wahrheit haben. Das, was positiv ist und wirklich Alle gut Infos. gelaufen ist, aber auch das, wo man sagen muss, ja, du ehrlich gesagt, würde dagegen sprechen. Weil dann kann sich ein Mensch ein Bild daraus machen und dann kann eine Entscheidung gefällt werden, die möglichst viele Punkte mit einbezogen hat. Wenn es jetzt keine Abstimmung gegeben hat, dann hat es keine gegeben, aber trotzdem fände ich, nur schon aus Prinzip, weil wir leben dann in dem Feld. Es betrifft ja jeden. Es betrifft ja jeden und ich meine auch die Tiere, nicht nur die Menschen. Die werden ja eh nie gefragt, das wissen wir ja in Eben. Unserer Welt. Und dass man dann einfach sagt, na gut, eine Abstimmung gibt es nicht, aber man könnte doch einfach mal, obwohl es keine gibt, sagen, also das sind jetzt die, darum wäre das super, wenn es kommen würde. Und das sind aber auch die Dinge, wo sagen, ja, eigentlich wäre es besser, wenn es nicht kommt. Und dass man das einfach so nebeneinander stellt, dass man, weil sonst ist das, kommt es mir immer so vor, als wolle man die Menschen in eine bestimmte Richtung hinbewegen, damit möglichst viele sagen, hey, cool, ja, wollen wir. Und immer wenn ich das Gefühl habe, das passiert, dann frage ich mich immer, ja, wieso? Das bedeutet für mich immer automatisch, irgendwas muss da dahinter stecken, wo man nicht will, dass es gestoppt wird. Du hast mich jetzt gerade auf die Idee gebracht. Ich muss jetzt da mal nachrecherchieren, wer das überhaupt entschieden hat, dass dieses 5G-Netz da ausgebaut wird und da kommt. Und wieso da das Volk darüber nicht informiert wurde und ich habe auch keine Haushaltsbroschüren gesehen oder irgendwas. Weißt ja, du, vor stimmt, jeder Abstimmung, ja. Überall kriegst du einen Haufen Senf in den Papierkorb. Ja, wahrscheinlich bedeutet das, dass es eben gar keine Abstimmung gegeben hat. Weil das stimmt, ich kenne das auch und ja, habe ich auch nicht erhalten. Aber ich finde, also ich hätte eine Abstimmung gemacht, einfach weil das ist wichtig. Das betrifft unsere Gesundheit. Und unser eigenständiges Denkvermögen, das ist eigentlich was, da sollten Menschen ein Recht darauf haben, wenn man sagt, hey, wir wollen da was bauen und wisst ihr, das spricht dafür, aber das spricht auch dagegen, dass man beide Infos gibt und sagt, könnt euch informieren, macht eure eigene Meinung daraus, wir machen an dem Tag eine Abstimmung. Und das fände ich das Beste, weil dann haben die Leute einfach eine Chance, mal das Ganze anzusehen. Drüber zu reflektieren, ja, genau. Und, was Vor- und Nachteile ja, sind. Und auch sich Zeit zu lassen, weil wenn es keine Abstimmung gibt, dann kommt mir das irgendwie so vor, als hätte irgendeine Instanz schon gesagt, ja, das kommt eh, egal ob es jetzt den Leuten passt oder nicht, wird einfach überall angebaut, man informiert die Leute, es kommt. Aber eine freie Entscheidungswahl, ob sie das möchten oder nicht, die haben wir gar nicht. Und gerade über ein solches Thema, das so flächendeckend was betrifft und direkte Einwirkungen auf die Gesundheit hat und auf das, was wir denken und fühlen, ich meine, das hat Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Vielleicht noch eine Erklärung dazu, wenn du jetzt gerade sagst, Auswirkungen auf das, was wir denken und fühlen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, diese Versuche, die in Amerika gemacht wurden, mit Frequenzen, Demonstranten, die sich versammelt hatten und gegen etwas zu demonstrieren, was die Regierung aber unbedingt wollte. Und dann standen die halt auf einem Platz, wo viele von diesen Dingern auf den Dächern waren. Dann haben die einfach mal auf den Dächern die Frequenzen verändert und plötzlich sind die alle schreiend davon gerannt. Und da hebe ich warnend den Finger und sage den Menschen immer, ihr merkt das gar nicht, was da im Hintergrund alles passiert. Und das spürst du auch am Körper nicht. Also es haut dir keiner mehr mit dem Knüppel auf den Kopf. Aber das, was sie machen, ist viel schlimmer. Sie gehen hin und tun, ohne dass du es merkst, dir Schmerz oder Verwirrung zuführen, greifen ein in deine Systeme hier und hier oder unter die Haut mit einer Mikrowelle, dass du plötzlich meinst, du verbrennst dich, obwohl es gar kein Feuer gibt. Also die Dinge, finde ich, sind viel, viel schlimmer, wie wenn einer mit dem Helm vor mir steht und mit einem Schild und einem Knüppel in der Hand hat, dann weiß ich, was mich erwartet und dann weiß ich, um was es geht. Aber wenn irgendjemand hinter verschlossenen Türen und Zimmern mit irgendwelchen Frequenzen auf mich einwirkt,
dann kann ich das nicht mehr reflektieren und weiß genau. auch gar nicht, was passiert. Und das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil das Problem ist auch, wenn wir jetzt eine bestimmte Frequenz haben, der wir ausgesetzt sind, und die wird jetzt in schrittweise erhöht, dann ist das Problem das, dass es eben schrittweise passiert. Und das ist wie wenn du einen Frosch nimmst, da gibt es ja so ein Beispiel, und den in die Pfanne legst und dann auf dem Herd, oder? In kaltes Wasser tust und genau. tust drunter die Flamme langsam genau, hochdrehen. Ja. Und dann, wenn du das jetzt von 0 auf 10 machst, dann springt er raus. Ist sofort. Plötzlich heiß, oder? Aber wenn du das tust mal auf 1, dann wartest du und dann auf 2, warten 3, dann wird das Wasser zwar schon wärmer, aber der Frosch, der merkt es nicht, weil er gewöhnt sich dran. Wenn unser Gehirn was immer wieder wahrnimmt, dann nimmt es das nicht mehr bewusst wahr. Wir registrieren das nicht mehr. Und das ist eben das Problem, dass wir irgendwann nicht mehr bemerken, in was für einem gesundheitsschädlichen Umfeld wir uns bewegen. Weil am Anfang werden wir vielleicht merken, ja, 5G tut uns nicht gut. Und vielleicht merken wir nicht mal, dass unsere Symptome was mit 5G zu tun haben. Aber irgendwann, wann auch immer, wird für uns dieses Feld so normal sein, dass wir uns nicht mehr überlegen, ob das überhaupt existiert, uns nicht mehr sicher sind, uns fragen, ob das vielleicht nicht früher auch schon da gewesen ist. Dass wir es gar nicht mehr bemerken, nicht mehr registrieren. Und das ist dann das Problem, weil jetzt können wir noch sagen, wir wissen, wo ein Problem liegt. Wir wissen, es nennt sich 5G. Aber wenn das angeschaltet ist und wir haben uns daran gewöhnt, dann können wir das zwar sagen, aber erstens wurde es dann installiert und wer will bitte schön das Geld aufwenden, das wieder zu deinstallieren? Und zweitens nehmen wir es irgendwann nicht mehr wahr und das ist dann auch ziemlich nicht so gut. Ich meine, mir klingelt da immer wie rote Alarmglocke im Kopf, wenn ich dich erklären höre und es erscheint dann immer ein Satz, geht in euer Inneres, arbeitet an eurer Schwingung, denn wenn eure Schwingung hochfährt, dann seid ihr gewappnet gegen diese Dinge. Genau, das ist so, wenn wir was haben, wo einfach kommt und einfach da ist, dann können wir das mit unserer eigenen Schwingung neutralisieren auf eine Art, ja. Das ist nämlich wichtig, weil wenn wir sind alle schwingende Wesen, wenn wir jetzt eine Gegenfrequenz bekommen und die ist stärker oder aus irgendeinem Grund einfach hat mehr Kraft und die trifft auf uns, dann drückt sie uns runter. Mhm. Und darum finde ich, ist, weil 5G kommt, das sieht jetzt komplett so aus, das kann man auch jetzt nicht mehr wohl verhindern, aber wenn 5G flächendeckend da ist, dann ist aus meiner Sicht einfach das Beste, wenn man an der Schwingung von den verschiedenen Energiekörpern arbeitet. Weil 5G schwingt und wir schwingen. Und wir können auch mit der Quelle sagen, sie soll die Schwingung von dem physischen Körper zum Beispiel anheben. Ja, also das finde ich das Sinnvollste. Weil schlussendlich ist das Ganze, was auf der Erde abläuft, eigentlich nur ein Krieg, bei dem es um Schwingung geht. Das ist egal, wie viel Syrien Energie, da ist. Energie. Ob jetzt Syrien oder Frankreich oder was auch immer. Es geht nur darum, dass du die Menschen in Angst versetzt. Mhm. Angst hat eine niedrige Schwingung. Und es geht ganz, wenn man einfach ganz in die Wurzel geht, geht es nur darum, die Schwingung unten zu behalten. Wie auch immer, mit was auch immer. Und 5G ist ein gutes Mittel dafür. Ist ein gutes Mittel, ja.
Und darum ist das aus meiner Sicht das, was auf der Welt abläuft. Wo steigt die Schwingung und wo fällt sie? Aber es war klar, in dem Moment, wo viele Menschen anfangen zu erkennen, wer und was sie sind und anfangen genau an den Themen an sich zu arbeiten, ihre Schwingung hochzufahren, in der Freude und der Liebe zu sein, im Gefühlsleben zu sein. Das ist ja genau das, wenn wir jetzt wieder die andere Seite uns anschauen. Wollen die das? Finden die das toll? Nein, finden die nicht toll. Das Gegenteil. Das ist ja wie wenn viele Leute begriffen haben, es gibt Chemtrails und jetzt einfach unsichtbare Dinge in den Himmel sprayen. Da denken alle, die sehen das ja dann nicht mehr, oder? Also dann wird einfach die Strategie geändert. Aber es geht auch da geht es schlussendlich nur um Schwingung, weil was da alles runterkommt, das ist ja auch nicht unbedingt förderlich. Also heißt das für uns, der einzige Weg, der für uns ein gangbarer ist, ist noch feinfühliger zu werden, noch schwingender zu werden, noch mehr in die Freude zu gehen und dem nicht mit Widerstand zu begegnen und Groll, sondern in der Liebe, in meiner Schwingung einfach zu wissen, ich schwinge darüber. Und mit diesem Thema, ich schwinge darüber, wenn ich jetzt das nur zu mir sage, allein der Satz macht mir schon Freude innerlich, weil ich dann sehe in meinem geistigen Auge, ich bin von dem gar nicht betroffen, weil ich bin hier irgendwo und hier läuft das ab. Genau, ganz wichtig ist, dass aber nicht nur die Schwingung von deinem Bewusstsein hochgeht, sondern auch die von deinem physischen Körper, weil dein physischer Körper sitzt in diesem 5G. Der ist am angriffigsten, ja. Genau, das bedeutet, es geht nicht nur darum, dass unser Bewusstsein, unsere Seele über höher schwingt, sondern auch unser physischer Körper. Weil sonst bringt das nichts, dann kann unsere Seele hoch schwingen und unser Körper bleibt irgendwo stehen, dann haben wir die Probleme trotzdem. Da reden wir gleich nochmal nach der Pause drüber, weil das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nach der Werbung. Wir sind wieder da. Werbung zu Ende. Wir machen gleich weiter in unserem Thema von der ersten Hälfte. Ich hatte vor der Pause noch eine Frage, die richte ich jetzt nochmal an dich. Körperlich. Du sagst auch, meinen Körper kann ich hochschwingen, um die Belastungen dieser 5G-Strahlung nicht anhand von deinem körperlichen Gebrechen, also erleben oder spüren zu müssen. Ja, genau, weil dein Körper hat ja ein eigenständiges Bewusstsein. Körperwesen hatten wir in anderen Sendungen ja schon drüber gesprochen. Und wenn jetzt 5G aufgestellt wird, dann sitzen wir ja nicht nur mit unserem Seelenbewusstsein hier, sondern physisch. Ach, genau, physisch. Und das bedeutet, dass es sein kann, dass die Schwingung von unserem Bewusstsein sich erhöht, aber nicht die Schwingung von unserem Körper. Habe ich da nicht einen riesen Konflikt in mir? Wie soll das denn gehen, wenn mein Bewusstsein hochgeht und mein Körper im Keller bleibt? Bildlich gesprochen. Ja, natürlich gibt es irgendwann einen Konflikt. Und wenn wir jetzt bei 5G sind, dann die Schwingung ist die Lösung, das ist so. Mhm. Aber da geht es eben auch um die Schwingung vom physischen Körper und nicht um die Schwingung vom Bewusstsein. Und das haben wir. Ich weiß gar nicht. Das war, glaube ich, irgendwie in den ersten Sendungen, die wir gemacht haben, meinte ich. Kann ich mich auch erinnern. Haben wir über das Körperwesen gesprochen? Da habe ich, glaube ich, irgendwann auch gesagt, dass man die Schwingung vom Körperwesen erhöhen kann, wenn man durch die Quelle, glaube ich, irgendwann, weiß nicht. Ja, aber irgendwann, glaube ich, schon. Und das ist jetzt in dem Fall genau das Gleiche. Also es funktioniert noch genau gleich wie damals, als ich es in den ersten Sendungen wiederholen wir es noch gesagt mal. Habe. Also dass man einfach die Schwingung vom Körperwesen halt auf die jetzig höchstmögliche Schwingung anhebt. Oder, weil ich meine, du musst überlegen, wir haben eine Alltagsschwingung, von unserer Seele her und von unserem Körper her.
Also das ist die Schwingung, die wir haben, wenn wir, ich sage jetzt mal, am Morgen aufstehen und frühstücken. Was Normales. Was, so Durchschnittsschwingung, ja, sag ich. Ja, genau. Mal. Einfach die, die immer da ist, wenn wir nicht gerade in einem Hoch oder Tief sind. Hat unser Körper ja auch. Und wenn wir die Probleme, die 5G macht, lindern wollen, dann ist die Lösung nicht die, dass man einfach der Quelle mal sagt, heb mal die Schwingung vom Körperwesen hoch, weil dann geht es mal hoch und irgendwann fällt es wieder runter, sondern dass man die Frage stellt, ja, was kann man lösen oder machen, integrieren, wie auch immer, damit die Schwingung vom Körperwesen, von der Alltagsschwingung sich erhöht. Und dass er dauerhaft auch bleibt. Eben, das ist die Alltagsschwingung, oder? Die Alltagsschwingung ist die Schwingung, die wir haben. Zwischen Hoch und Tiefs. Ja, also einfach im Leben, wenn es nichts Spezielles ist, wenn wir so neutral sind. Und das haben wir ja bei der Seele und das haben wir auch im physischen Körper. Und das wäre ja die Lösung, oder? Weil das andere geht dann zwar kurzfristig hoch, aber weil wir nicht unbedingt all das haben, um das zu halten, geht sie dann wieder runter. Also ist die Frage, die aus meiner Sicht besser ist, wenn man die Frage stellt, ja, was kann man jetzt tun, damit die Alltagsschwingung von meinem Körper, von meinem physischen Körper erhöht wird. Und die Alltagsschwingung ist ja die, mit der wir einfach, ich sage jetzt mal, wenn wir in Winterthur einfach neutral durch die Straße laufen, die wir haben. Dass man das so macht. Gut, aber das hängt ja jetzt mit ein paar Sachen zusammen, weil mein physischer Körper unterliegt ja physischen Einflüssen. Also zum Beispiel Ernährung. Genau. Wie will ich meine Schwingung im Körper denn hochkriegen, wenn ich jetzt aus Unwissenheit, ich behaupte ja nie irgendwas, wie man vorsätzlich das macht, hole ich mein Schnitzel aus dem Supermarkt und das ist noch vom Schwein und das kommt noch aus dem Großschlachthof. Kann mein Körper dann hochschwingen? Geht doch gar nicht. Nein, geht nicht. Nur schon, wenn man überlegt, Tiere haben ein Bewusstsein und die ganzen Emotionen und Gedanken, die sind ja dann da drin. Und es hat so viele Medikamente und Hormone, das nehmen wir dann alles auf. Und die Informationen, die im Tier drin waren, durch sein Todeserlebnis. Und das ist meistens heftig, wenn das in so diesen Großschlachtdingern da hergerichtet wird dann oder hingerichtet. Ich weiß, du willst dich da gar nicht hindenken, das sehe ich dir schon an, wenn du vergessen wir das, verwerfen wir das gleich. Was will ich sagen? Man denkt, ja, ja gut, dann tue ich mich mit der Quelle verbinden, sagt der Quelle, ja, hebt mal meine Körperschwingung hoch. Macht die Quelle, geht auch bestimmt, auch bei Fleischessern geht das geschwind, aber dann so. Weil, warum? Der Körper trägt die Schwingung nicht. Und jetzt sage ich mal noch so andere Geschichten. Wie gehst du mit deinem Körper um? Schätzt du ihn? Liebst du ihn? Respektierst du ihn? Achtest auf ihn? Das sind doch alles Dinge, die mit zur Schwingung zählen. Wenn und auch, dass man Dinge, die wir im Körper gespeichert haben, die wir aber, die veraltet sind, dass man die löst. Also sind wir auch wieder ganz am Anfang. Das ist ja toll, wie das sich zum Ende ja, alles abrundet. Das stimmt, ja. Merkst du, oder? Genau, jetzt nimmt sich das schön ab. Wir sind wieder am Anfang, wo du mal gesagt hast, das Wichtigste, was die Menschen tun müssen, ist als erstes in sich aufräumen. Ja, weil in unseren Zellen ist alles gespeichert. Auch alle Dinge von unseren Ahnen, von der Seite unserer Mutter und von der von unserem Vater. Ja, über Generationen hinweg, das ist alles in den Zellen drin und das gehört auch zu unserem Körper und das hat auch eine Auswirkung und nur weil jetzt die Generationen zum Teil schon längst gestorben sind, da haben wir die Daten trotzdem hier drin und da kann es sein, dass Muster, die eigentlich gar nicht zu unserer Seele gehören und die wir, wenn wir inkarnieren und auch durch die Inkarnation gehen, eigentlich gar nicht hätten, sondern nur bekommen wegen den Generationen, die in uns rein
die Informationen sind. Und da sind wir beim Punkt, den nochmal auf das Fleisch zu kommen. Da ist es ja so, was hat die Christina erklärt, es gab Zeiten, da war es okay, dass die Menschen Fleisch essen. Ich sag mal, immer nach großen Naturkatastrophen oder nach Kriegen und oder Seuchen. Wer will dann ein Feld bestellen? Da gibt's keine Feldflüchte, Kartoffeln oder sonst irgendwas. Und dann stellen sich die Tiere als Nahrungslieferant zur Verfügung. Aber nur, solange wir Not leiden. Und nicht, wenn wir im Überfluss leben, dass dann auch noch die Supermärkte Regale voll sind mit irgendwelchen fertig gehackten Schnitzel oder sonst was. Also da muss man fein unterscheiden. Und dann das Zweite. Wenn wir dann schon Tiere essen und dann noch nicht mal darauf achten, wie die Tiere leben, dass die ein grausliches Gefangenendasein fristen, und da erinnere ich immer an zwei Worte, die mir auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Das eine heißt, solange ihr Schlachthäuser habt, werdet ihr Schlachtfelder haben. Und das zweite heißt, so wie ihr mit euren Tieren umgeht, so wird mit euch umgegangen. Da grauselt mich gerade beides, wenn ich drüber nachdenke, weil ich möchte weder das eine noch das andere haben. Aber es nimmt nun mal Einfluss auf uns. Genau, und auch auf die Schwingung von der Erde. Oh, da habe ich weitergedacht, ja. Das ist ja wie wenn du jetzt Regenwald abholst. Gibt ja auch Besseres. Und wenn man jetzt da Hunderte und Tausende von Tieren umbringt, dann ist das Gleiche, das löst eine Schwingung aus. Diese Schwingung geht in die Umgebung und die Umgebung, das ist schlussendlich die Erde. Weißt du, wie mir das vorkommt? Als würde uns fast die Schöpfung in ihrer Göttlichkeit wieder auf den Weg führen, wo es heißt, so Freunde, das habt ihr konstruiert, euer 5G-Nummer, da rauskommen könnt ihr nur, wenn er an euch arbeitet. Als wie wenn wir wieder so auf den nächsten Bahnhof gestellt werden, weißt du, und sagen, da schaut, die Züge, Marke Schwingungserhöhung stehen da, aber einsteigen und's tun, um an dem Bahnhof wegzukommen, der dich hier verrückt macht, das musst du selber. Also stehen wir ja wieder vor Entscheidungen. Es geht nur um Schwingung schlussendlich. Mhm. Die ganzen, ja, es geht gar nicht um mehr, aber das soll jetzt ja kein Wettrennen oder so ein ich muss jetzt unbedingt und sowas halt sowas Verkrampftes, ja oder? Ja, verkrampft soll es nicht sein. Also, dass die Leute einfach in die Entspannung gehen und die Prozesse machen, die sie jetzt machen können im Leben und dass sie dort an sich arbeiten, wo sie jetzt an sich arbeiten können. Habe ich eine Erleichterung, wenn ich mich entscheide, jetzt zu sagen, gut, ich kann damit klarkommen, das Fleischessen sein zu lassen. Aber, wie du eben erklärt hast, sind ja noch alle Informationen in mir gespeichert und in allen meinen Zellen. Diese Informationen, die über das Fleisch an mich gegeben wurden. Das heißt, wenn ich diese Entscheidung treffe, ist es natürlich sinnvoll, auch diesen Reinigungsprozess als Entscheidung zu treffen und das auf allen Ebenen durchzuziehen. Und jetzt noch was, du hast mir mal beim Sprachenlernen was gesagt. Hast mir mal gesagt, bedenke, bevor du eine Sprache lernen willst, hast du die Möglichkeit, dich mit der Quelle zu verbinden und alle Informationen zu der Sprache runterzuladen. Wenn ich Fleisch aufhören will zu essen und mich neu orientieren, kann ich mir doch auch erstmal die Informationen runterladen. Was gibt's als Alternative? Wie ernähre ich mich genauso gut alternativ? Da musst du halt, das kann man nicht so direkt runterladen, weil jeder Körper ist anders. Mhm. Und jeder Körper braucht was anderes. Ernährung ist ja nicht, kannst ja nicht jetzt ein Handbuch schreiben und sagen, ja, das gilt für Milliarden von Menschen. Das ist was Individuelles, was du verträgst, was du nicht verträgst, was förderlich ist, was nicht förderlich ist. Du kannst du nicht pauschal was durchrattern. Aber ja, darum würde ich die Quelle einfach fragen, ja, was dein Körper zum Beispiel nicht verträgt. Da geht's ja. Kann ich die Quelle aber auch fragen, zeige mir, was ich zu mir nehme, was mich daran hindert, meine Schwingung zu erhöhen. Nein, kannst du nicht, die Quelle läuft dann davon. Das ist aber schade, da muss ich wieder hinterher rennen. Das heißt, wenn ich mir nicht sicher bin, dann würde sie mir das nicht zeigen?
Zum Beispiel dann so ein Bild von schönen Tieren, die da auf der Weide rumlaufen und so. Das war ein Witz, sie läuft nicht davon. Das habe ich schon verstanden. Das habe ich gesagt, muss ich wieder hinterher rennen. Aber sie wird die Information nicht weitergeben, oder? Wie meinst du das? Wird sie mir das nicht tun? Wird sie schon. Was? Mir sagen, wenn ich sage, zeige mir das, was durch die Ernährung meine Schwingung unten hält. Ja, doch, klar. So, und ich kann sogar dann anweisen, dass sie mir das im Tagesbewusstsein zeigt, dass ich es wirklich verstehe. Genau, und ja. Und dann mich umstelle. Wenn ich die Ernährung umgestellt habe, heißt es, dass auch die Reinigung vonstatten gehen muss über die Informationen. Also wieder ganz am Anfang, räume in dir auf, Block Juni. Juni oder Juli? Ja. Also nochmal für Sie, liebe Zuschauer, ich habe es erst vor kurzem wieder jemanden geschickt, der mich gefragt hatte. Geht auf die Webseite www.christinavondreien.ch. Mhm. Ja. Und dort gibt es unten die Blogs und da gibt es vom Juni 2018 oder Juli, also Juli, Monat 07, 2018. Das mit der Reinigung. Ja. Und dort ist es genau beschrieben, so eine tolle Anleitung und auch die Punkte, weil da kommt man selbst nicht drauf, dass man irgendwelche Ahnen, Dalala-Geschichten oder irgendwelche Verkettungen und was weiß ich alles. Ich habe manchmal die Worte noch gar nicht gehört, geschweige denn, dass ich weiß, dass ich das auflösen kann oder sollte. Also schaut euch das an, das ist ein toller Schritt vor allen Dingen, um plötzlich das Gefühl dafür zu kriegen, wie es toll frei und leer plötzlich in mir ist und dieser Müll plötzlich draußen ist. Und dann gibt es natürlich einen großen Schub, auch andere Dinge zu tun. Aber damit anfangen und dort steht es drin zum Nachlesen. Ja, dann schließt sich der Bogen bei noch einem Punkt. Und zwar reden die Menschen immer auch von dem Thema Geschmack, Kohlenhydrate, zu viel und zu wenig. Und da sind wir wieder am Anfang. Und da hat die Christina einfach gesagt, ja, dann nimm's doch raus. Aber du siehst, das einfach Gesagte ist nicht so angekommen, wie du es gesagt hast, weil es für uns schwierig ist, uns vorzustellen, dass wir aus einem Essen Kraft unserer Gedanken etwas rausnehmen können. Weil wir gelernt haben, wenn du was rausnehmen willst, musst du Messer und Gabel nehmen, dann kannst du rausnehmen. Du merkst den Unterschied von der 3D-Ebene, mit der wir agiert haben, und dem, was du gesagt hast. Also was aus dem Essen rausnehmen bedeutet für uns physisch. Ich nehme die Soße weg oder ich nehme die alles, was Kohlenhydrate ist, weg oder ich esse jetzt Trennkost und esse nur noch pflanzliches Fett mit tierischem gemischt oder was auch immer. Das bedeutet es für uns, aber du meinst damit was ganz anderes. Wenn ich jetzt nun mal ein Essen habe und du sitzt, das machst du ja auch öfter im Flieger. Kannst du da aussuchen, was du isst? Ich glaube nicht, ne. Meistens nicht. Nein. Musst das nehmen, was da ist, oder nichts essen. In der Kneipe hast du das gleiche Problem, in Hotels hast du dasselbe Problem. Also überall, wo du nicht selbst dich versorgst oder zu Hause bist. Und jetzt sind nun mal in dem Essen von harmlosen Dingen wie vielleicht einen natürlichen Farbstoff, weil man was farblich so anpassen will, bis über natürlich nicht so tolle Stoffe drin, die Geschmacksaroma reingeben oder den Geschmack verstärken oder konservieren. Also Stoffe, die nicht für uns gut sind und die teilweise auch Prozesse blockieren. Und dann ist noch was drin, wo die meisten Frauen davor Angst haben, das heißt Kalorien. Das sind die Dinge, die uns immer mehr auseinandergehen lassen. Erklär doch den Menschen noch mal bitte, wie sie aus ihrem Essen die Dinge rausnehmen können. Ja, eben, wie ich es da in der Sendung gesagt habe, Quelle verbinden, das und das rausnehmen, fertig. Also es ist eine Formulierung, ich merke das immer genervt, wenn ich sie fünfmal das gleiche frage, aber mich war immer 100-mal gefragt. Es ist so einfach, wie es die Christina sagt. Ich kann es nicht anders erklären, das ist einfach so. Du hast dein Essen vor dir stehen, du kannst die Hände drüber nehmen oder auch nicht. Jeder hat das, darf das machen, wie er möchte. Und dann in deiner Verbindung mit der Quelle weißt du an, mit deinem Essen das und das und das zu tun. Und dann, wie die Christina sagt, dann ist es so. Und das ist wieder das, was uns zu Schöpfern macht, wenn wir auch glauben, dass es dann so ist und spüren und wissen. Und für mich ist es Schönste, wenn ich mich danach immer drüber erfreue, wenn zum Beispiel was anders schmeckt. Wenn es vorher so war und ich wollte es dann so und es funktioniert plötzlich. Die Freude ist unendlich und ist gleichzeitig die größte Motivation, noch mehr zu machen und noch weiter zu gehen. Und da geht's auch drum. Es geht darum, dass die Sachen, die ich von der Christina erfahre, die wir alle von ihr erfahren, in unser Leben umzusetzen. Also Ernährung
gibt es im Prinzip nur einen Punkt zu sagen. Esst nicht die, die euch begleiten. So lerne ich das und so habe ich das für mich verinnerlicht. Das bedeutet Tiere. Wir haben gerade noch mal über das Thema Fische gesprochen, weil ich auch immer noch Fisch esse. Und dann hast du was gesagt? Ja, Fisch ist ja auch ein Tier. Hat auch eine Seele, ne? Eine Seele, das heißt, er hat Gefühle, Gedanken. Der nimmt seine Umwelt wahr. Der hat auch so ein Bewusstsein. Gott bringt teilweise lebende Junge zur Welt. Unterhalten sich über Tausende von Kilometern mit ihren Pfeiftönen, wenn ich jetzt an die ganz großen Meeressäuger denke. Ja, dann wird es nicht so sexy, wenn ich jetzt da gerade drüber nachdenke. Und ich muss auch sagen, eins, wenn man einmal auf diesen Weg gegangen ist, und den kann man nur gehen, wenn man es freiwillig tut, keiner kann dich zwingen, die Sensibilität nimmt zu, ob du es willst oder nicht. Und plötzlich hast du eine andere Einstellung zu Dingen, was dir früher egal war. Warum? Weil wenn du dich verbunden fühlst mit allem und das Gefühl wird immer stärker. Und wie gesagt, ich habe der Christina vor kurzem gesagt, ich beobachte mich selbst plötzlich dabei, dass ich teilweise Dinge mache, die mit mir gar nichts zu tun haben. Aber weil ich nicht will, dass das bei der Erde so ist, dass da der Müll an der Böschung und an dem Autobahnparkplatz liegt, dann nehme ich die PET-Flasche und schmeiße in den Mülleimer. Hätte ich früher nicht gemacht. Nach dem Motto, ist nicht meine, habe ich nicht hingeworfen, was habe ich damit zu tun? Aber es ist eine Frage der Verantwortung. Und da sage ich Dankeschön, hast du mir beigebracht, achtsamer zu sein. Nee, ist wirklich so. Habt ihr ja schon mal das Wort Natur erklärt, ne? In jungen Jahren, wie das bei mir war. Natur war das, was bei 220 Kilometern pro Stunde an meinem Auto vorbeiflog. Heute sehe ich das etwas anders, meine Lieben. Und das ist auch so. Aber es darf auch so sein, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich gelernt habe in der Zeit, Dinge anders zu betrachten, aber ich durfte es liebevoll lernen. Keiner hat mich gezwungen. Keiner hat zu mir gesagt, du musst, du musst, du musst. Nö, ich habe es gesehen. Christina hat mir teilweise Dinge gezeigt. Da konnte ich frei entscheiden, übernehme ich das, nehme ich das an oder nehme ich das nicht an, interessiert es mich oder interessiert es mich nicht. Weil ich diesen Weg so gehen konnte, war er für mich so interessant. Und siehe da, was habe ich heute gelernt? Auch wenn die Christina nicht ewig mich an die Hand nehmen wird und durch das Leben führt, da hat sie keine Seite zu. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu machen, glaube ich. Muss ich sagen, Dankeschön brauche ich auch nicht. Denn das, was sie für jeden von uns tut und was sie für jeden von uns anstoßt, soll auch nur so sein. Sie hat immer so einen schönen Satz, ich bin da, um Impulse zu geben und Informationen aus den Dimensionen, die ich kenne. Und das ist für uns doch der große Vorteil. Und habt ihr einmal gehört, dass Christina gesagt hat, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und morgen ist hier ein Vertrag, den müsst ihr unterschreiben und dann seid ihr dabei. Mm-mm. Alles geht aus dem Herzen und alles geht aus der Freiwilligkeit. Und dieses Thema der Freiwilligkeit, dann schreiben Leute, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich jetzt 30 Jahre lang Tiere gegessen habe und das einfach so nicht wahrgenommen und nicht wusste. Und kriege ich das jemals wieder aus meinem Körper raus? Eben, man kann es ja rausreinigen. Also das heißt, es spielt keine Rolle, wenn du 80 bist und stellst fest, dass du jetzt 60 Jahre lang... Du kannst dich immer ändern. Ist doch, kommt nicht darauf an, wie alt du bist, wer du bist, wo du bist, wie du bist, zu welcher Religion du gehörst, wie du aussiehst, was du für Kleider anhast. Wenn man findet, ja, aber ich kann mich nicht ändern, weil ich zu alt bin oder... Das sind Ausreden. Und den Körper kannst du auch davon befreien, obwohl du über Jahrzehnte womöglich... Ja, klar, vielleicht geht es länger, aber befreien kann man ihn immer. Also ist für jeden der Weg offen, ja, in die neue Richtung. Fassen wir nochmal zusammen. Wenn wir in unserem Körper die Frequenz erhöhen, dann geht es also durch zwei Wege. Einmal der Reinigung unserer Zellen, um diesen alten Mist rauszukriegen, der uns unten hält, sag ich mal. Das Zweite, nichts in unseren Körper hineinzutun, was Schwingungen mitbringt aus Tod und Verderben, sage ich jetzt mal. Es gibt sicher mehrere Wege, aber das sind zwei davon, ja. Wenn ich die beiden Sachen schon mal tue, dann schaffe ich es, meinen Körper und zu verbinden. Wir kennen noch andere. Und das Gleiche ist das Geistige, was du vorher erklärt hast. Wenn ich auf den beiden Wege arbeite, dann ist die Möglichkeit groß, dass ich mit dieser 5G-Manipulation parat komme und das mich nicht runterdrückt oder mich nicht platt macht. Ist sicher ein Weg. Es braucht sicher ein wenig, aber
Ziel an der Schwingungserhöhung sollte sein, dass man das macht, nicht weil man jetzt findet, oh, sonst manipuliert mich 5G, sondern weil man sich selbst entwickeln will. Entwickeln möchte. Aber ich sag ja, mir scheint die Quelle sehr, sehr clever zu sein. Wenn die Menschen nicht schnell genug parat kommen, dann bringt die auf der anderen Seite mal einen Anstoß, dass die Menschen das erkennen. Und das war mit dem 5G jetzt so. Jetzt mache ich euch mal eine Frequenz hin, dann gibt da ein bisschen Gas, eure Schwingung hochzufahren. Darf doch die Quelle, oder? Wenn sie sieht, dass die Menschen zu langsam sind, kann sie uns ja einen kleinen Kick geben. So ist es mit dem, und am Anfang war das mir auch viel zu kompliziert alles. Und immer wieder habe ich gesagt, um Gottes Willen muss ich das machen und das, und ich muss mir das alles aufschreiben. Wisst ihr, was mittlerweile passiert ist? Nee. Jeden Satz, den ich spreche, oftmals jede Handlung, ich gehe in eine Bäckerei rein, stehe in der Bäckerei vor dem ganzen Zeug, denke, was esse ich jetzt? In dem Moment fange ich an zu agieren, verändere mein Nahrungsmittel, was ich da kriege. Und meistens, was mir auch, das darf ich ja auch, gell? Wenn ich im Laden schon stehe und muss warten, darf ich mich mit der Quelle verbinden und über dem Laden einen Schwall bedingungslose Liebe auskippen. Das darf ich immer und überall machen, wo ich bin, oder? Das mache ich manchmal auch, ja. Also, Sie sehen, was ich damit sagen will. Und das ist schön. Und wenn ich die schönen Dinge sehe, oder ich fahre ziemlich viel Auto. Und da letztlich fiel mir mal während dem Autofahren ein, fahre ich so über die Autobahn, es war ziemlich langweilig, war schon 20. Dann habe ich gedacht, was wäre wohl, wenn ich jetzt auf der Fahrbahn, wo ich bin, vor meinem Auto einen Schwall bedingungslose Liebe herschiebe, bis ich am Ziel bin, über die nächsten 500 Kilometer. Und da habe ich das einfach mal gemacht und ich muss sagen, ich hatte den Eindruck gehabt, das Fahren war cooler. Die anderen waren cooler, es war harmonisch, war wahrscheinlich subjektiv oder ich wollte das sehen oder so, ich weiß es nicht. Aber ist auch möglich, oder? Klar. Und kann die Liebe jemanden schaden? Sagt ein anderer zu mir, das ist aber auch Manipulation, vielleicht will der andere die Liebe gar nicht. Darum, Liebe sagt ja nicht, du musst mich jetzt annehmen. Liebe sagt ja, ich stehe sozusagen einfach neben dir, entweder du nimmst mich oder du nimmst mich nicht. Aha, er kann dann das angenehme oder freudvolle Gefühl, was er irgendwann plötzlich verspürt als Beispiel, annehmen oder kann sich wieder in seine Negativgedanken hinein... Man kann den Leuten Liebe zur Verfügung stellen und entweder sie sagen, finde ich gut, nehme ich, oder sie finden, nein, danke, will ich nicht. Aha. Also, wir sind so gut wie am Ende unserer Sendung. Ich kriege gerade gezeigt, noch 2 Minuten haben wir. Das heißt, das ist jetzt die vorletzte, ne? Eine, glaube ich, haben wir noch. Ja. Haben wir jetzt für nächste Woche, für 14 Tagen, genau. Die letzte Sendung produzieren wir erst noch. Und ist immer wieder toll, diese Dinge nochmal zusammenzubringen. Und was möchte ich auch den Zuschauern vielleicht empfehlen? Ich kriege ja immer viele Informationen geschickt. Die einen finden was toll, die anderen finden was weniger toll. Darf jeder so sehen, wie er möchte. Aber macht euch ein Archiv. Ich muss sagen, ich sitze immer dabei und kriege alles erklärt und darf fragen, darf manchmal auch danach noch was fragen. Aber ich merke auch, ich kann mir nicht alles merken. Und ich muss immer wieder mir mal Sendungen angucken und sagen, so hat sie das erklärt, so kann ich das an mir verändern oder so kann ich mehr in meine Schöpferkraft kommen. Und ich glaube, dazu war auch das Time to be ursprünglich mal gedacht, ne? Dass man so nachgucken kann, was du den 3D-Menschen in einem Jahr vermittelt hast. Aber gut, mal gut. Gut, dann bleibt mir jetzt heute nichts mehr dazu zu sagen. Hast du noch was? Nein. Dann gehen wir heute mal 30 Sekunden früher aus der Sendung raus. Ich weiß, andere sind schon überzogen. Wir sagen Dankeschön. Ich möchte auch noch mal einen kleinen Hinweis machen auf das Thema der Bücher. Diese noch nicht gelesen haben, glauben Sie, es ist bereichernd. Es bereichert auch mich die ganze Zeit, weil ich sie auch als Nachschlagewerk benutze, um immer mal wieder die Dinge, die ich vergessen habe, nachzuforschen und zu gucken, wie kann ich mich noch mehr in das ganze Schwingungsthema hineinbringen. Und es ist schön. In diesem Sinne, danke Christina, bis zur nächsten, letzten Sendung. Und Ihnen zu Hause auch vielen Dank, dass Sie wieder da waren und bis zum nächsten Mal.